So, willkommen auf YouTube zur nächsten Folge meines Single Let's Plays. Und in der letzten Folge haben wir festgestellt, dass uns Hopfen, den wir im ersten Monat gepflanzt haben, dass uns der bekommt die Sonne nicht hoch. Kann die Sonne doch normalerweise irgendwie hinschieben, wo ich bin. Okay. Warten wir noch ein bisschen. Dass wir den Faden verloren. Dass wir Hopfen, den wir im ersten Ansaatmonat gesät haben, im zweiten Erntemonat bereits verdorrt ist. Das muss ich auf jeden Fall testen. Notieren. Erster Monat in. Zweiter Monat verdorrt. Das müssen wir dann mal ausprobieren, ob das nur Hopfen ist. Oh, wenn nachher die Sonne aufgegangen ist, können wir hier mal ein bisschen Licht noch was machen. Gut. Er hier ist erstmal angekommen. Dann können wir den ja mal wieder wegpacken. Äußerst ärgerlich. Ja, das heißt, wir fangen jetzt mal mit der Aussaat an. Ein Universum. Diese Metallkanten, das sah jetzt aus der Ferne aus, als wäre das Ding total abgenutzt, aber das ist, weil diese Kanten, die eigentlich nach unten stehen, jetzt nach oben stehen. Gehen wir mal parken. So, hier haben wir noch ein paar blockierte. Einmal er. Das ist auch fertig. Oh, jetzt hätte ich aber schon wieder drei. Das ist ja schon wieder falsch. Es sind ja jetzt nur noch zwei. Oh, und der hier ist schon auf 1 runter. Fußstall ist die Nahrung schon komplett verbraucht. Das ist natürlich auch schon mal was. Und wenn er hier mit dem Mulchen fertig ist, müssen wir hier pflügen. Aber erstmal mulchen war. Das müsste sich natürlich auch positiv. Also wenn der Mulcher gleich darüber fährt, wo schon. Da brauchen wir hier auch nachher weniger Dünger, ne? Also das Feld braucht definitiv weniger Dünger. So, Arbeit beendet. Zumindest das hat funktioniert. Ne? Feld 35 ist jetzt weg. Ich bin versehen, das heißt, da warten wir auf die Kartoffelaussaat. Jetzt wird es lustig, weil Feld 65. Feld 65 ist Hirse. Also bis jetzt, also da hatte ich jetzt Hirse draufstehen. Feld 65. Denke nicht, dass wir da ein. Oh, doch, haben wir. Feld 65 haben wir sogar schon einen Kurs. Wunderbar. Das heißt, wir fahren jetzt nach. Wir lassen ihn jetzt hier auf Feld 65. Willkommen in Ihren Fan. Fahren und dann hat er erstmal. Was?
zu Don. So. Moment. Das Ding hier ist durcheinander. Laden und liefern. Klärwerk. Einmal. So. Hier war das Falsche ausgewählt. Deswegen ist er so komisch gefahren. Okay. Dann. Ja. Dann würde ich sagen. Er hier hat wieder aufgeladen. Ist hier noch Wolle drin? Nein, das ist alles an Wolle. Lass mal den noch vorbeifahren. Und so. Flüssigkeiten könnten wir noch transportieren. Brauchen wir aber gerade nicht. Ne? Also nichts, was uns jetzt setzt. Wir haben ja zwar hier noch den kleinen Transporter stehen, aber wenn der große hier ausreicht, warum sollen wir uns da stressen, ne? Jo, Nacht, Bahnromantiker. Ich hoffe, es hat dich unterhalten. Bei Zwiebeln das gleiche. Okay. Ich müsste mir ja eigentlich mal das Autosave abschalten und mir das dann später angucken. Hier. Ob das bei Mais, Sonnenblumen und Soja auch der Fall ist. Ich denke nicht. Aber das sollte man sich dann mal anschauen, ne? So, aber die neuen Erntestufen sagen, es ist nichts erntereif. Und können jetzt verschiedene Sachen angesät werden. Ich habe hier zum Beispiel draufstehen. Gerste und Roggen. Ja. Gerste, Roggen, Weizen, das ist alles sowas, was jetzt angesät werden kann. Na, und ich habe hier so eine Liste und da fangen wir einfach mal oben an mit der Gerste. Gerste auf 13 und auf 2. So, schnappen wir uns unsere Erntemaschine. Stellen wir mal auf Gerste. Einmal. Nein. So weit fahren wir nicht rum. Du willst mich doch verarschen, ne? Also heute klappt ja gar nichts, ne? Ah, wir können jetzt auch einfach sagen, komm, wir fangen mal an mit. Ups. Mit Weizen auf der 1. Also prinzipiell ist es ja egal, wo wir anfangen. Ziel ist es, alles ausgesät zu haben, was jetzt ausgesät werden muss. Ist auch die 1, ne? Und auf der 1 steht bei mir hier Weizen. Ah, wir müssen aber auch noch den Raps spritzen. Wir müssen noch den Raps spritzen.
So, hier haben wir die Spritze. 40,7 Meter. Das war auf der 19. Können wir den noch. Oh, jetzt fängt an zu regnen. Ist mir eigentlich ziemlich egal, aber ziemlich egal. So, 40,7 Meter. Großladen 19. Jo. So. Noch ist es zu dunkel für die Spritze. Also für die Precision Farming, für den Sensor, den Spiegelsensor. Dafür ist es im Regelfall erst hell genug, wenn die Straßenbeleuchtung ausgeht. Was ich allerdings noch weiß, ist, wenn ich jetzt im September ein Feld sähe, dann muss ich es auch im September walzen. Auch wenn ich zwei Ansaatmonate habe, im Oktober walzen geht dann nicht mehr. Der Roggen hat überlebt, also nicht alle Multifood. Ja, der Roggen war auch nicht aus diesem Multifruit Pack, glaube ich. So, jetzt gucken wir erstmal, er hier fährt jetzt mal parken. Er hier. Wo hat er denn die Wolle gelassen? Ach ja, das ist das Ding hat ja Abladung mittig. Dann können wir ihn jetzt hier erstmal schicken. Heupellets. Heupellets brauchen wir nicht für die fürs Heizkraftwerk. Oh, weil ich weiß. Ne? Nein. Das heißt, wir können ihn jetzt hier erstmal schicken zum zur Pelletsfabrik. Pellets Abholung. Verkauf Gärtnerei. Na, dann gehen wir jetzt erstmal die Heupellets verkaufen. Das sind nämlich, ne, da kriegen wir die 300.000 nämlich voll. Da kriegen wir die ganze Ladefläche voll. Und jetzt sehen wir ja schon wieder, ne, durch die Nacht vorspulen ist jetzt hier wieder so einiges passiert. So, jetzt haben wir hier Kuhweide 1 Abholung Milch. Jetzt sind nämlich auch mal wieder voll. Wir wissen allerdings nicht wohin. Gucken wir mal in die Molkerei, ob da 5 Ladungen reinpassen. Molkerei, ja, passen locker 5. Also machen wir hier Molkerei Anlieferung. Bringen da mal 5 Ladungen hin. So, auf Feld 65 hat er jetzt gerade angefangen. Da wird er sich wahrscheinlich auch nachher noch mal melden bezüglich Ecken. Das ist so. Das weiß man. Und wir spielen jetzt hier ein bisschen auf Feld 1. Und zwar ganz ohne GPS. Einfach nur hoch.
Oh, Kuhweide 1 braucht Nahrung, Komposter braucht Häckselgut. Stand da jetzt eigentlich noch so ein... Ah, da steht ja noch ein LKW. Kuhweide 1 braucht Nahrung. Lass uns das mal gucken, wie viel passt denn hier rein. Das sind ja 160.000. 180.000 passen nicht. Also zwei Ladungen. 120.000. Wie viel haben wir jetzt hier drin an Mischration? 116.000 nur. Das ist genau das, was ich eben meinte. Ne? Ich produziere gar nicht genug Futter. Mischration 2 Stück. Futterabholung. Kuhweide 1 an. So, damit ist der schon mal weg. Er hier wird blockiert. Das wissen wir aber schon. Fahren wir ein Stückchen und dann. Und dann stellen wir einen Helfer hin. Cosplay wieder an. So, er hier ist angekommen, aber das ist einer der Abfahrer. Die ist nicht so schlimm. Ansonsten sind alles jetzt alle unterwegs. Er hier hat aber nicht angefangen. Wahrscheinlich, weil ich den Knopf. Was haben wir denn hier auf Feld 19? Ja, auf Feld 19 und auf Feld 8 sehen wir jetzt hier diese Verteilung. Jetzt im Moment haben wir hier das Unkraut stehen, ne? Und haben dadurch ein Ertragspotenzial von 93%. Also ein erwarteter Ertrag von 93% und ein Potenzial bei einem Potenzial von 100, also 7% Verlust durch das kleine Unkraut. Wenn jetzt das Unkraut noch größer wird, wird der Verlust noch größer. So, wenn wir jetzt mit der Spritze drüber fahren, haben wir auch einige Prozent Verlust. Das sehen wir dann zum Beispiel hier, bin ich auch drüber gefahren. Hier haben wir auch bei 100% 93. Aber es wird nicht mehr größer, der Verlust. Insofern bringt das Spritzen aus PF-Sicht den höchsten Bonus und aus Sicht vom Ertrag ist Spritzen immer noch besser als alles andere. Ja. Das zweite Weizenfeld wäre die 29. Also deswegen denke ich, werden wir erstmal hier die Felder bestellen. Und dann erst in die weiter entfernten gehen. Wie man an dem Orange sehen kann, all diese Felder mit Gülle bzw. Gärresten bearbeitet. Ah, düster. Das mit dem Hopfen regt mich jetzt auf. Da werden locker noch 300.000 vom Feld bekommen. Ich überlege jetzt gerade, ob ich jetzt, weil wenn ich jetzt hingehe und das wieder vergesse, dass die Hopfenernte fehlgeschlagen ist, dann habe ich, ne, dann notiere ich mir nachher, hey, Feld 39, Hopfen, voll mit Hopfen, reicht nicht. Und das, obwohl es eigentlich doch reicht. Fast reicht zumindest. Das wäre ja blöd.
Also ich denke, es wird ein Problem der NF Marsch sein. Aber das können wir ja noch in der nächsten Folge, denn eine machen wir noch, ja noch diskutieren. Na, eine Folge machen wir noch. Danke fürs Reinschalten auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.